So, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher 3 Wild Hunt. Heute mit Wolverine in der Hauptrolle. Ja, der sieht echt aus wie Wolverine, ne? Muss man sagen. Ja, wir machen uns heute... Moment mal, ich mache mal hier eben alles an, ne? Damit wir auch den Weg finden. Auf den Weg zurück zum blutigen Baron. Da fällt mir was ein. Wir haben jetzt schon ein paar Meter zurückgelegt. An für sich wollte ich ja schnell reisen, ne? Ich habe mir das heute, als ich dann gestartet bin, anders überlegt. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Nicht, weil ich hier klauen will, sondern wenn wir uns mal die Map anschauen. Hier so. Jetzt habe ich auch hier noch nicht dieses blöde Anschlagbrett gelesen. Naja, wir haben erstmal, glaubt man nicht. So. Entschuldigt, das ist ein Fehler. Ich habe Project Hospital gespielt und da gleitet man über den Bildschirm, beziehungsweise man verschiebt den Bildschirm, indem man die mittlere Maustaste drückt. Ja, so, und bei Dragon Age Origins, da drückst du Tab. Ja, Tab springt aber immer nur zwischen dem Zielort und dem Standort hin und her, wenn du etwas erforschen möchtest. Und beim Witcher, wenn du hier etwas sehen willst, gehst du natürlich raus mit dem Mausrad und dann scrollst du ganz normal mit den Tasten, ne? So wie wir das alle kennen als alte Rollenspieler. Ja, aber das wollte ich euch gar nicht erzählen. Und zwar, ich möchte gerne hier das eine oder andere Fragezeichen noch lösen. Machen wir mal auf. Wir müssen ja hier hin. Hier sind ein paar Meter. Aber ich dachte mir, vielleicht reiten wir mal hier durch diese kleine Stadt, was auch immer das ist. Hier haben wir noch einen fahrenden Händler und dann haben wir hier zum Beispiel einen nicht erkundeten Ort. Den will ich auf jeden Fall aufsuchen. Ihr werdet sehen, warum. Das machen wir auf jeden Fall heute, ob wir dann wirklich bis zum blutigen Baron kommen. Ich weiß es nicht. Aber lassen wir uns mal überraschen. Wir gehen los. Es ist richtig schön beschissenes Wetter. So wie wir das vom Witcher kennen. Schneller. Und jetzt wollen wir mal gucken, wo müssen wir denn hier lang? Was sagt die Map? Links oder rechts? Wir müssen links entlang, sonst da runter. Los, hier runter. Los. So. Okay. Hier so, ne? Ja. Lang lebe Radovid. Ja, du mit deinem Radovid. Radovid. So, dann haben wir hier ein kleines Tor. Halt! Was ist denn hier? Das ist ein Dorf. Die sitzen da aber auch drin. Also, die haben es auch besetzt, ne? Kann ich hier, wenn ich jetzt so mal auf Rad gehe? Ja, ist ja gut. Mann, Plötze, du kennst mich doch. Hin und wieder muss ich mal ordentlich Luft ablassen. So, einmal hier rum. Können wir da irgendwie drüber? So. Nee. Sieht nicht so aus, dass wir da reinkommen. Dann gucken wir mal hier. Ich meine, auch wenn hier die hoch gerade einer hin. Das ist Asche. Also wegen Asche riskiere ich jetzt hier nichts. Das wäre echt bescheuert. Ist auch nichts. Ich wieder unter deinen Stein. Ach. Sieht man der Steinschneider. Also Steinmetze, sowas wohl in der Art. Zack, schnell hier rein. Schauen wir mal nach. Ne? Noch eine Servierplatte, die können wir zerlegen. Das sind auf jeden Fall auch Gegenstände. Warum
bist du denn? Warum sitzt du denn da auf dem Boden rum, Junge? Hast du kein Bett? Okay, das Bett ist für die Frau oder was man so als Bett bezeichnet. Und dann noch ein Kind. Mein Gott. Die haben doch nicht mal für jeden Bett oder irgendwie. Nee, danke. Irgendwas, was. Ja, sowas ähnliches. Oder noch eine Servierplatte. Sowas ähnliches wie ein Bett zumindest. Puppe. Sag mal, wie viele Servierplatten kriegst du denn hier? Ist es denn die Möglichkeit? Da war die Puppe drin, da war nichts mehr. Also ich glaube, der besondere Reiz oder die besondere Herausforderung, wenn man auf Todesmarsch spielt, ist, dass man nur beschissenes Zeug bekommt. Ich habe mir gedacht, wir gehen hier mal rein. Ja, ja, ein 3 Pfund Stahl, ich weiß schon. Schlaf ruhig weiter, gute Frau. Ich nehme hier nur das Bärenfett und den Saphir mit. Ansonsten schlaft mal ruhig weiter, das ist schon alles in Ordnung so. Ja, ich möchte rauschen, war das jetzt auch nicht. Ja, Zimmerkontrolle. Wollen wir natürlich auch nicht wecken. Haben wir nicht vor. Da ist nichts, ne? Schlaft ruhig weiter, gute Leute. Wir wollen euch nichts tun. Und gute Nacht. Habt angenehme Träume. Was haben wir hier? Ich muss mal eben da. Nee, jetzt. Ich will keine Servierplatten mehr. Ich will auch keine zerbrochenen Haken. Gott, das ist ja unfassbar. Wasserflaschen, die nehme ich gerne. Ja, sehr gerne. Das bleibt lustig, wie? Aber immer, sitzt da einer drin? Redanischer Offizier. Ach, hier pennen die alle. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich war hier noch nie drin. Also ich war natürlich schon in diesem Dorf, aber hier direkt drin war ich noch nie. Was haben wir hier drin? Eine zerbrochene Hand. Ist ja klar. Tag, Offizier. Guck mal da, die pennen auch. Okay. Eine Servierplatte. Eine Schöpfkelle. Also das sind alles keine Gegenstände, weswegen ich mich womöglich hier mit irgendwelchen Soldaten rumprügle. Kann ich mit dem hier reden? Verschwinde. Okay, okay, sorry. Bin ja schon weg. Mann, Mann, Mann. So was Unhöfliches. Okay, Platz, hier ist irgendwie Kacke. Die sind alle doof und es gibt ja auch nichts zu holen. Bei den Steinschneidern. Der hat echt zu mir gesagt, verschwinde. Kannst du dir sowas vorstellen? Na gut. War da? Das waren wahrscheinlich Wölfe, ne? Ach so, ich hatte glaube ich letzte Folge gesagt, ich werde mir jetzt die Mod installieren, wo man noch mehr Wölfe. Wildhunde. Okay. Langweilig. Teufelsgrube. Ja. Wo man auch Fleisch irgendwie anbauen kann, braten kann. Anbauen, genau. Bauen wir mein eigenes Fleisch an. Wo man auch Fleisch anbraten kann und braten kann, Gerichte nutzen kann, habe ich noch nicht gemacht. Ja, also nur für die, die vielleicht sich fragen, hat das nun schon gemacht oder nicht? Nein, hat er noch nicht. So, aber hier nimmt er den Zwergenschnaps.
Und das alte Bärenfall nimmt er auch. Hier dürfen, also hier ist normalerweise alles immer sehr, sehr ergiebig. Komm ran. So. Plötze, du bleibst da. Oh, ja, du bist eh da oben. Okay. Nochmal Chemistenpulver. So. Na. Na, komm. Ja, okay. So. Ist da noch mal Zwergenschnaps? Zu Atem kommen! Ja. Oh, Moment, ich muss eben schauen. Gegen ihn haben wir? Ja, haben wir. Deserteur. Stufe 9. So. Na. Wie ein Mann. Okay. Wie ein Mann mit nur einem Arm. Yeah. So. Ziemlich blutig, ne? Ich sagen, ja. So. Ein Schweinchen. Das lassen wir leben. Keine Sorge. Bring dich um. Warum? Haltet ihn, haltet ihn, werft ihn in den Graben. Hey. So. Warum habe ich denn jetzt Art? So, Igni. Oh ja, hier gibt es jede Menge zu süppeln. Und das wird in Toussaint wird das unfassbare Ausmaße annehmen. Mit den Getränken, das kann ich euch jetzt schon sagen. Hast du noch was für mich? Naja, nichts Besonderes, aber... Das Schwein. Eine Wasserflasche. Sehr schön. Was? Ich wäre fast darunter geknallt. Das war echt knapp. Einsatz, Leute, Einsatz! Ein bisschen Abstand und jetzt ab. Oh, sorry. Jetzt habe ich das arme Tier erwischt. Sohn einer Ziege! Moment, so. Oh, wo kommt ihr denn alle her, sag mal? Nicht gut. Nee, überhaupt nicht gut, sehe ich gerade. Hm? Ja, ich muss mich erstmal erholen, ja. Wie ein Mann, Sohn einer Ziege. Wow, hier kommt ein bisschen mehr. Stirb! Können wir jetzt schon mal wieder ab? Aber nur ein bisschen mehr. Wow. Oh. Hat sonst noch einer was? Eieiei, die machen aber richtig Aua, ne? Mein lieber Kukuczynski. Himmel. Ja, das Schweinchen, das tut mir echt leid. Das wollte ich nicht. Jetzt habe ich Schweinfleisch, aber... ich wollte dir wirklich nichts tun. Oh, Leute, ich mag Schweine. Ich mag allerdings auch Schweinefleisch.
Das ist immer so ein innerer Zwiespalt, den man hat. So, wie geht's weiter? Hier hoch. Ist aber hier lecker. Okay, Quecksilberlösung ist nicht so lecker, aber sinnvoll. Auf jeden Fall. Was mit anderen? Oh ja, zwei Wasserflaschen, sehr schön. Ist da noch mehr? Nee. So, jetzt einmal da hoch. Weil da oben war noch was. Okay, nochmal hoch. Ich gehe erstmal hier außen rum und schau mal, was wir hier so haben und hier so finden. Also das ist hier auf jeden Fall mega ergiebig. Das an für sich nicht. Ich habe mich gerade gut erholt, Kollege. Hey ho! Hey ho! Dahin. So. So. So, siehst du? Hab mich richtig gut erholt. Stecken. Jawohl. Ah, hier können wir unsere Vorräte mal so richtig aufbessern. Da noch mehr. Und nebenbei noch ein paar Banditen verkloppen, was auch immer gut ist. Bringt ein paar Pünktchen. Erfahrung also und ja. Ein paar Ausrüstungsgegenstände, die wir halt verkaufen können. Zum Meer taugen die eh nicht als zum Verkauf. Vielleicht auch noch zum Zerlegen, müssen wir mal schauen. Was wir da so rausholen können. Also jetzt mal eine Ebene runter. Was haben wir hier? Sehr schön. Wunderbar. Ich speichere mal zwischendurch ab. Sicher ist sicher, ne? Da ist nichts. Hier oben müsste doch eigentlich... Ja, da müsste doch noch was zu holen sein. Sehr schön. Brot und Spiele. Haben wir hier was zum Spielen? Oh, da ist noch was. Was zu looten. Da hinten. Das hätte ich jetzt fast übersehen. Mondscherben und Wasser. Oder was Zwergenschnaps. Ich habe es jetzt. Schnelle nicht gelesen. Ach, ist ja auch egal. Hm? Ja, könnt ihr euch vorstellen, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich dieses riesige Lager ewig lange übersehen. Ich bin da links dran vorbeigeritten und rechts dran vorbeigeritten, bis ich dann irgendwann mir gesagt habe, man könnte ja auch mal reinschauen. Dann findest du auf einmal ein paar Banditen, die du verkloppen kannst. Und jede Menge Vorräte. So, ich glaube. Ne, oh ne, wir sind. Oh ne, oh, wir sind noch lange nicht rum. Durch. Okay. Eine Servierplatte. Schön. Schon lange nicht mehr gehabt, eine Servierplatte. Wir machen nachher Kasse. Wenn wir
alles eingesackt haben, dann schauen wir mal, was wir gefunden haben. Jetzt wird erstmal nur eingesackt. Gnadenlos. Hier lang. Wolfie. Ja. Sieht nach Regen aus. Ey, du Dumpfbacke, es regnet schon die ganze Zeit. Ist ja nicht zu glauben. Sieht nach Regen aus, meint er. Ah, alles klar. Den kennen wir doch da, der da so rumhängt. Was ist denn die Möglichkeit? Einmal hier hoch. Ja, dann gehen wir jetzt runter. Ich glaube, da unten wartet auch noch ein bisschen was auf uns. So, die eine oder andere Überraschung können wir da noch mitnehmen. Jetzt muss ich mal schauen, wo geht's denn runter? Da hinten, ne? Nee, warte. Hier und dann hier. Und dann hier entlang. Genau, da kann man hier auch noch was zu mitnehmen. Ein altes Schaffell und Alkohol lässt. Ziegenfelle haben wir auch mal dabei. Und Wasser. Wasser nehme ich wahnsinnig gerne. Ach, kein Mist. Und knall mir hier irgendwo runter. Da habe ich echt keinen Bock drauf. So. Weil unser Superheld kann zwar die verrücktesten Viecher besiegen, aber wehe, er fällt auch nur 2 Meter in die Tiefe. Dann bricht er sich sofort alle Knochen. Keine Gegner mehr? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Jetzt alle schon besiegt? Okay. Können wir hier reingehen? Leider nicht. Oh, oh. Der ist tot. Die sind... Ah, die sind gut durch. Und ich kann mir... Ich kann mir vorstellen, wie die das angestellt haben. Boah, diese Bastarde, ey. Also diese völlig übertriebene Gewalt, die ist ja überall auf der... Oh, jetzt wird's interessant. Weltkrieg. Hellebardierrüstung. Ich weiß es nicht. Also es gibt auch Leute, die finde ich mega scheiße. Ich kann die nicht ab und ich könnte den auch einfach so, ne? Also ich würde es nicht tun, aber man könnte doch mal, aber hey, man macht's doch nicht. Es sind doch immer noch Menschen. Die verletzt man doch nicht ernsthaft, wenn man nicht muss. Und schon gar nicht macht es Spaß. Also ich persönlich habe keinen Spaß daran, jemanden zu verletzen. Obwohl ich jetzt kein Gutmensch bin. Also überhaupt nicht. Aber... Weiß nicht, Leute zu Tode quälen oder so? Pervers. Das ist nicht mein Ding. Gut, dann... würde ich sagen... haben wir hier alles abgegriffen, was wir abgreifen konnten.
und machen uns jetzt auf den Weg zurück. Weiter. Zum ollen Baron. Da ist noch ein Fass. Da ist noch ein Fass. Ich wollte dich jetzt nicht entzünden. Ein bisschen Zwergenschnaps nochmal zum Abschluss. Ja, wunderbar. Also ich finde, das hat sich gelohnt. Hm? Hey! Na, so. Langsamer. Einmal ist das hier nicht. Da kann man auch schnell reisen. So, jetzt lass mal schauen. Das haben wir erledigt. Die Teufelsgrube ist unsere. Hier haben wir Maulbeertal. Galgenhügel. Wir müssen hier unten runter. Hier hin, hier rüber. Eventuell dieses Fragezeichen. Dieses und dann zu Krähenfels. Hey, das ist der Plan. Mal sehen, was uns noch alles so auf dem Weg dorthin begegnet. Sorry, das könnten auch. Nee. Obwohl, ich könnte ein paar Mutagene gebrauchen. Ich muss nur aufpassen. So klein wie sie sind. Boah. Machen die gut Schaden. Wir gerade sehen. Wow. Ich vergesse immer wieder, auf welchem Level ich hier spiele. Wow. Das war mal ein erfolgreiches Feuerchen. Bleib mal locker, Leute. Wow, ich hab gesagt, ich brauche ein paar Mutagene. Und nicht gleich Dutzende. Boah. Meine Fresse. Wie viel waren das jetzt? Einer. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Dann ist Nummer sieben. Und wir haben ein lausiges Mutagen bekommen. Ein lausiges Mutagen für die ganze Arbeit. Jetzt lass uns mal schauen, ob wir da noch... Ist da irgendwo ein Monsterlager? Ja, sieht aber nicht so aus. Kann man nur einfach so weghauen. Ja, okay, das muss jetzt nicht sein. Ein lächerliches Mutagen. Ich glaube, das Spiel will mich foppen. Ganz ehrlich.
Mann. Beweg dich. Okay, Plätze, weiter geht's. Einmal Querfeld rein. Oh, eine Bar. Ja, jetzt nicht. Euch muss ich nicht haben. Oh, wir haben keine Schwalbe mehr. Die sollten wir auf jeden Fall auffrischen. Ganz ruhig. Wie lange? Banditen! Oh, die sind Level 14. Warte mal eben. Ich würde sagen. Wow. Ja, leckst du mich am Arsch. Habt ihr das mitbekommen? Oh, ein Treffer. Und der haut mich hier fast aus dem Sattel. Schneller. Mann. Ja, ich würde sagen, die Jungs sind mir noch ein bisschen über. Wir brauchen vor allem eine bessere Rüstung, um uns mit solchen Typen anzulegen. Dann müssen wir. Also ich würde jetzt ungern dadurch, weil die sind uns echt über. Da ist die Taverne am Scheideweg, dann würde ich sagen, reiten wir einfach mal. Oh, sorry. Beweg dich. Zur Taverne. Und. Ups. Ja. Moment. Einer nach dem anderen. Also nicht alle auf einmal. Ich meine, ich bin ja für jeden Spaß zu haben. Aber das ist dann doch ein bisschen viel. So. Ey, leck mich, ich will Quen haben. Du Holzkorb. So, und vor allem brauche ich. Ne? Okay. Dann das. Was jetzt, du Stück? Los, schnell, richtig los. Wer ist er denn? Hans Verdun. Mach mich los, bevor die Nächsten kommen. Um die werde ich mich schon kümmern. Lass uns doch derweil etwas plaudern. Ich weiß gerne, wen ich losbinde. Hans Verdun, gedient in der 10. Division, Maribor. Weit weg von deiner Armee. Meine Armee gibt es nicht mehr. Die Schwarzen haben sie zerschlagen. Ich konnte gerade noch in die Wälder flüchten. Ich bin zu einer Flüchtlingsgruppe gestoßen. Die Leute wären fast geplatzt vor Patriotismus. Sobald sie erfuhren, dass ich Temerien in der Stunde der Not den Rücken gekehrt hatte, schlugen sie mich nieder, fesselten mich wie einen Truthahn und ließen mich für die Ertrunkenen liegen. Okay, dann bin ich ihn mal los. Gut, ich helfe dir. Oh, danke. Einen Moment lang war ich fast sicher, dass du mich zum Sterben zurücklässt. Ich würde mich ja gern bedanken, aber ich habe wirklich gar nichts zu bieten. Pech. Da muss ich durch. Danke, Hexer. Möge es dir wohl ergehen. Tja, das war's. Mit Hannes Verdun. Oh, ein bisschen wenig, ne? Ein bisschen wenig. Dann machen wir mal den.
damit wir zumindest unsere Säfte mal wieder auf 100% haben. Und dann auf zu Plötze. Vorher möchte ich mich aber von euch verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir in der Grube waren, da die Räuber alle zerlegt haben und auch kräftig unseren Vorrat aufgepeppt haben. Hans Verdun zu befreien war, glaube ich, richtig. Hoffe ich zumindest. Und nächste Folge werden wir aber den Baron erreichen. Komm, lass uns schnell nochmal schauen. Wir sind jetzt hier, da müssen und hier da. Wir müssen jetzt einmal hier rum zum Scheideweg. Und hier ist schon das Schloss. Also auf dem Weg sollte uns jetzt nicht so viel passieren. Na gut, hier ist nochmal. Nein, da werden wir nicht hin. Wir gehen hier rum. Vielleicht nehmen wir da noch vorher das Fragezeichen hier mit. Aber dann geht's ab ins Schloss. Zum Baron, mit dem quatschen. Der hat dann bestimmt auch nochmal ein paar Informationen bezüglich Ciri für uns, wo ich ja immer dran interessiert bin. Und ja, bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Macht euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, ein tolles Wochenende, wenn ihr denn eins vor der Brust haben solltet. Und macht's gut. Bis dahin. Ciao. Euer Alien.